Willkommen, liebe Kinder und Erwachsene. Wir sind jetzt hier in der Kirche in Silent Hill Homecoming. Heute werden wir eine Runde beten. Also, nein. ganz so nicht. Wir werden in den Westflügel gehen. Im Westflügel schauen wir mal, was wir jetzt hier so erleben. Leider können wir nicht mehr zurückkehren, obwohl wir gute Munition draußen liegen haben. Es ist ein Gemälde, aber ich kann das Bild nicht klar erkennen. Oh! Was ist denn hier los? Diese Tore sind verschlossen, aber ich sehe keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Vielleicht werden sie von woanders in der Kirche gesteuert. Ja, wahrscheinlich mit einem Messer an der Orgel da. Es ist eine Statue, die etwas hält. Ich kann den Gesichtsausdruck nicht klar erkennen. Das Objekt verstellt mir die Sicht. Verstellt? Echt jetzt? Es sieht so aus, als ob etwas auf diesem Teller fehlt. Okay, ich... Boah, noch mehr Muni, das ist... Pistole. Das heißt, wir können also die Pistole hier weiter nutzen. Das ist gut. Dann gucke ich mal, was hier ist. Ob wir da mehr Erfolg haben. Ja, hier Gegner. Es klingt nach einem Niedler, oder? Es ist ein Gemälde, aber ich kann das Bild nicht klar erkennen. Ja, ich kann auch nichts erkennen. Irgendwas mit Besicht oder so. Okay, dann müssen wir wohl mit dem Dolch rumfuchteln. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht singen. Es hat 5 Schlüssel. Jeder von ihnen kann einen Gegenstand halten. Aha. Ja, gut, wenn du das sagst. Oh, 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 die hab ich gar nicht gesehen, ey. Hey. War es wohl doch kein Niedler. Oder ist er immer noch hier? Alter, wo? Hä? Das bin ich, das ist ein Spiegel. Aber der Gegner hier macht mir gerade sehr viel Angst. Ich hoffe halt nicht, dass das hier gleich von oben runterkommt. Was liegt da drin? Au, sieht wie ein Taufbecken aus. Etwas schwimmt in ihm, aber ich kann es nicht klar erkennen. Ja, wohl irgend so ein Teil, was wir wohl brauchen gleich. Eine Leiche. Boah, ein Monster, ne? So, hier kann ich drehen. Aha! Joshua, wie er sich selbst im Badezimmer fotografiert. Oh, gruselig. Ich denke jedes Mal, dass ein Vieh kommt, ey. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier dran drehe, kommt das Vieh, ne? Wetten? Was?
Oh! Oh, stirb, ey. Hallo, wird's jetzt mal oder wie? Ich hatte halt die falsche Waffe gehabt. Mein Gott. Da ist etwas auf dem Körper. Der Kelchschild. Okay, dann waren es wohl doch kein Niedler, sondern dieser Dingens. Es ist eine Schale für das heilige Wasser, das man bei Taufen benutzt. Aber sie ist mit Blut befleckt. So, wenn ich recht zähle, brauchen wir noch 4 Stücke, also Items. Was? Ich habe da irgendwas rot gesehen. Was habe ich denn da gerade rot leuchten sehen im Fadenkreuz? Wie mein Speicherpunkt wird belagert, ey. Raste ich aus. Es ist der Auszug aus einem Psalm. Glücklich der Mann, der nicht beschreitet den Pfad der Gottlosen. Den Weg der Sünder? Alter, die Geräusche. Den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Da scheint jemand drin zu sein. Vielleicht weiß der, sieht eher wie eine sie aus, was hier vor sich geht. Wir können reden. Bevor wir das machen, speichere ich erstmal. Cool. Was haben wir hier? Die scheint nicht hierhin zu gehören. Unangezündete Kerze. So. Jetzt reden wir mal mit der ominösen Person. Forgive me, Father, for I have sinned. It has been 4 years since my last confession. Da ich nicht weiß, ob das synchronisiert wird gerade. I don't blame you for ignoring me, Father. I'm not even sure you can help me. I'm lost. I'm so deep beyond the reach of my faith and I'm sinking further away. What could you have done that was so terrible? I took my role as a father and I turned it into a daily chore. Fed him, cleaned him, put him to bed. I treated the dog with more respect. And when I was given a second son, the first might as well have been a stranger sleeping in our house. Leute, es kann auch sein, dass ich mich täusche, aber könnte das unser Vater sein? Er hat 2 Söhne. Ich sag mal so, Joshua, Alex, den einen hat er ignoriert, Alex. Ha. Okay, dann ist es wahrscheinlich wieder eine relevante Szene, die unser Ending definiert. Mal schauen, was ich hier antworte. Hört sich an, als könntest du das noch ändern. Du klingst nicht reuig. But now do you feel like what you did was wrong? I knew that it was wrong, but I pretended I didn't have a choice. Then how can you ask me to forgive you when all that time you could have fixed things? Because I'm scared of what's to come when time runs out. The only prayer I will say for you is this. Whatever hell awaits you, it won't be long before you see. Well, if that is his will, I accept it. And now I have something for you, Father. I don't need anything from you. What? Okay.
Schild des flehenden Mannes erhalten. Es war definitiv unser Vater. Aber... ich wusste jetzt nicht, dass die Entscheidung, die ich da jetzt gerade gewählt habe, gleichzusetzen ist, dass ich ihm die Beichte versage. Ich wollte eigentlich nur so sagen, so, dass ich glaube, dass er, naja, keine Reue zeigt. Aber ich wollte nicht damit ihm die Sache versagen. Es war auf jeden Fall Ending relevant. Aber ich bin jetzt echt überlegen, ob ich laden soll, weil... weil mich hat einfach diese Beschreibung gerade gefaked. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass ich da ihm die Sache absage. Sondern wollte einfach nur fragen, so, ob du wirklich Reue zeigst. Und ob du wirklich daran glaubst, was falsch gemacht zu haben. Moment, ich überlege mal kurz offscreen ein bisschen. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe nochmal geladen. Es werden wahrscheinlich jetzt viele Zuschauer unter euch sein, die jetzt aufschreien und sagen, was soll der Scheiß? Entscheidung ist Entscheidung. Ja, normalerweise stimme ich euch zu, aber... wie gesagt, mich hat halt einfach diese Beschreibung gefaked, denn ich wollte ihnen seine... Beichte so oder so annehmen und ihn vergeben. Gerade wenn es unser Vater ist. Wir wissen ja, durch Erklärungen von unserer Mutter, dass sie wahrscheinlich vom Orden beauftragt wurde, nur einen Sohn lieben zu dürfen. Und sie mussten sich leider für eben einen der beiden entscheiden. Es hätte auch sein können, ja, dass sie für uns sich entschieden hätten. Statt für Joshua zum Lieben. Und dementsprechend, ja, gehe ich auch davon aus, dass der Vater uns auch liebt eigentlich. Und dass er das auch nicht eigentlich gern und freiwillig getan hätte. Uns zu ignorieren und zu hassen und so. Und wie gesagt, das hätte ich so oder so auswählen wollen, ihn seine Beichte abzunehmen. Und ich war halt einfach nur verwirrt gewesen, weil das halt einfach falsch umschrieben wurde. Dass er gleich hier absagt, nur weil er sagt, so hier, ne? Sorry, deswegen werde ich jetzt die Entscheidung nochmal revidieren. Ich hoffe, das ist okay für euch. I don't blame you for ignoring me, Father. I'm not even sure you can help me. I'm lost. I'm so deep beyond the reach of my faith and I'm sinking further away. Denn ich finde auch, wenn man schon bereit ist zu beichten, dann hat man auch Vergebung verdient. What could you have done that was so terrible? I took my role as a father and I turned it into a daily chore. Fed him, cleaned him, put him to bed. I treated the dog with more respect. And when I was given a second son, the first might as well have been a stranger sleeping in our house. Nochmal zur Erklärung, du klingst nicht reuig, ist für mich keine Absage, sondern... sorry, aber das klang für mich einfach falsch. Deswegen, hört sich an, als könntest du das noch ändern. I feel that you could start loving your son at any time. I do love my son, Father. I love both my sons. But I had to make a choice. And the only way to live with that was to make sure my son never loved me. I had to make sure that he would never feel joy or compassion. All the things that make life worth living. You must understand, I was only trying to make things easier for him. And for me. And for this selfishness, I ask forgiveness. If you truly want forgiveness, then you already have it. Thank you, Father. And now I have something for you, Father. I don't need anything from you. What? Ja, letztendlich bekommen wir so oder so das Item. Und
Ja, er hat das gerade bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Dass er beide Söhne liebt und sich leider entscheiden musste. Und es hätte so gut genau auch umgekehrt enden können. Dass er sich für uns entschieden hätte, zu lieben. Tja, deswegen, wie gesagt, er hat das nicht freiwillig gemacht. Er hat es auch nicht gerne gemacht. Er zeigt ja auch Reue jetzt gerade, indem er halt um Vergebung bittet. Deswegen, ja, fand ich das schon richtig, ihm seine Vergebung zu gewähren. Wie gesagt, sorry, dass ich nochmal nachgeladen habe. Aber ich hätte so oder so die Entscheidung gewählt, die ich jetzt gewählt habe. Es war einfach nur falsch umschrieben. Da ist wieder ein Gegner, okay. Oh, was? Okay, ich wollte eigentlich jetzt auf so eine Nahkampfwaffe wechseln, um den Rest mit einer Nahkampfwaffe zu zu machen. Aber, naja, aus Versehen habe ich das Licht ausgemacht. So, okay. Wo lag die Muni? Verdammt, wo lag sie nochmal? Ach, ich weiß es. Jetzt werde ich auch wieder auf Nahkampf wechseln. Denn ich glaube, dass ich ja schon zu viel Muni verschossen habe. Vier Schuss zu viel. Naja, kann man nicht wissen. So, mal schauen, ob wir hier was machen können. Teller fehlt. Ich könnte mir das hier vorstellen. Kerzenschild. So, wir haben drei Schilder. Fehlen also noch zwei. Ja. Werden wir wohl hier bekommen. Gott. Scheint es echt nicht gut zu gehen. Ah, geil, Gesundheitsdrink. Ich hätte doch Gegner hier. Und da scheint wohl wieder ein Rätsel zu kommen. Geil, freut mich. Aber es ist ein Gegner hier. Dieses Geräusch, die machen mir gerade sehr, sehr viel Panik. Das ist Schrot. Cool, da kann ich mal Schrotflinte ausrüsten. Findest du was cool, dass man so ein bisschen Muni sparen kann? Yep, genau. Oh, was haben wir denn da? Ist das Gewehrmuni? Das ist Gewehrmuni. Cool. Könnten wir uns auch mal vormerken. So, ich liebe Rätsel, dann schauen wir mal, was hier kommt. Die drei Gemälde stellen zusammen eine Szene dar, in der ein Mann eine geheimnisvolle Frau eingehend prüft. Eine Inschrift im zentralen Bild lautet die Frühlingsweihe. Diese Geräusche. Das hier zeigt einen Mann, der von den Wurzeln des Baumes gefesselt wird. Seine Augen kleben förmlich an die Frau aus dem ersten Bild. Ich wollte es gar nicht zerreißen! Baumschild, Was? Das Gemälde in der Mitte zeigt einen alten, sterbenden Baum. Er erinnert mich an den Baum in der Hotelhalle. Was? Kommst du denn nicht her? Oh nein, nicht, Insekten. Hallo.
Boah, das war gerade riesig im Schatten. Haben wir es alle? Ich wollte die gar nicht zerschneiden. Sein zerrissenes Gebilde. Ich wusste jetzt nicht, dass das das Rätsel schon war, aber okay, das ist ja. Ach, keine Ahnung. Das war gerade komisch. So, die muss ich mir aufheben, die Muni da. Warte mal, wo gab's noch mal die Schrot? Da, aber ich habe ja nicht viel verballert. Hey, was ist da denn? Erste-Hilfe-Set, geil. Freut mich. Ich komme ja erst recht gut voran. So, ich habe, wie viel habe ich denn? 2, 4. Es fehlt aber noch eins, oder? Was? Was ist das so laut hier? Jetzt nehme ich das doch mit. Wo kriegen wir jetzt das letzte Teil her? Ich werde es erstmal alles einbauen. Nein! Erstmal speichern. Dann baue ich es ein. Ah, da. So. Gut ausgestattet, können wir jetzt weitergehen und alles reinpuzzeln. Und falls wir noch einen Gegner finden, kann ich mit dem Gewehr ballern, denn wir haben da noch Munition rumliegen. Das ist doch schön. Aber ich liebe das, wenn ich genau weiß, jetzt darf ich meine Feuerwaffen auch außerhalb von Bosskämpfen nutzen. Aha, hier steht Buße, Vergeltung, Verlangt, Trauer. So, haben wir doch schon mal. Kelch, gut. Ein messingfarbener Schild, in das ein Kelch eingraviert wurde. Kelch, kein Plan. Fakt ist aber, Flehen Mannes. Da, der um Vergebung bittet. So, flehenden Mannes, Vergebung. Vergebung. Buße, oder? Sag mal Buße. So. Vergeltung. Schön, dass ein Kelch eingraviert wurde. Baum. Super, wie mir das sich einfach mal nächstes Mal sagt. Verlangen. Verlangen, vielleicht Baum oder so mit Adam, Eva? Weiß ich nicht. Opfer? Was habe ich da?
Woher bringt man mit Opfer? Wahrscheinlich mit nichts hiervon, ne? Vergeltung. Vergeltung vielleicht mit Gift? Verlangen. Ich weiß es nicht. Brauche aber trotzdem noch die fünfte Platte. Und bevor ich die nicht habe, will ich das Rätsel auch gar nicht erst anfangen. So, ich guck dann halt hier noch mal. Aber da war doch nichts mehr, oder? Trauriger. Ah, warte mal, das ist aus der Statue, ist ein trauriger, trauriger. Ja. Aber sagt mir gerade irgendwie jetzt auch nichts. Ah, diese ganzen Verbindungen. Es klingt, als ob hier noch ein Gegner wäre. So, hier gibt es keine Platte mehr, ne? Sag mal, ist da noch ein Gegner oder was? Anfall, ja. Muss wohl hier irgendwie was sein. Ah, das Kirchenfenster zeigt. Ah, da ist es doch. Oh. Das Kirchenfenster zeigt die Darstellung eines Ritters, der hinterrücks von einem Henker erstochen wird. Hatte der Ritter etwas getan, das dies rechtfertigte? Direkt unterhalb des mittleren Fensters befindet sich etwas. Schwertschild. Scheiße! Alter! Gott! Hab ich mich erschrocken, ey! Oh! Ja! Natürlich! Ist alter Scheiße. Klar. Oh, Party. Alter. Kam da zwei von den Spacken. Der Schockmoment war geil. Warum gibt es sowas nicht häufiger im Spiel? Ganz ehrlich, das war die einzige Schockstelle, die wirklich im Spiel. Willst du mich dissen? Nein! Da lag doch noch Muni! Ach komm, ey! Warum komme ich da jetzt nicht mehr durch? Da ist doch noch Munition gewesen am Ende. Ach Mann! Ich habe doch extra geballert, weil da noch Munition liegt. Ey, das ist doch so unfair jetzt. Ach komm, ey! Mach mal eine gesamte Planung kaputt. So, jetzt muss ich das Rätsel lösen. Leute, aber das Rätsel machen wir im nächsten Part. Ich bin leicht angesäuert und ja. Bis dann, tschüss. Jetzt die Sport, die Gegner auch noch. Tschüss. Toll.